Wir sehen uns heute mal die Nextcloud Software in Version 22 an. Das habe ich schon mal vorgestellt, ist schon ein paar Jahre her. Damals war es noch die Nextcloud Version 17. Wir gucken mal, was sich so geändert hat. Ich weiß auch noch nicht, wie lang dieses Video wird. Eventuell splitte ich den Stoff auch auf zwei Folgen. Das könnte umfangreich werden. Viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mit Nextcloud könnt ihr euch eine eigene Cloud erstellen. Dafür braucht ihr einen eigenen Server und ihr könnt die Open Source Software, die kostenlos verfügbar ist, einfach installieren. Wie das geht, das wäre wieder Stoff für ein anderes Video. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr es schon installiert habt, so wie in meinem Fall. Ihr könnt euch die runterladen, könnt euch die Software auf dem eigenen Server installieren, selbstständig, oder ihr benutzt halt einen Managed Server. Die gibt es auch schon relativ günstig. Ich glaube bei IONOS zum Beispiel ab 8 € oder bei Strato oder was weiß ich wo, könnt ihr euch selber mal schlau machen. Da ist das Programm schon installiert. So ganz trivial ist das, denke ich, nicht zu installieren. Da muss man einiges selber machen und manuell konfigurieren. Auf einem Managed Server ist das natürlich einfacher. Gleichzeitig, weil da wird euch der ganze Konfigurationsaufwand abgenommen. Gleichzeitig ist das vermutlich aber auch teurer. Wie auch immer, so sieht eine funktionierende Nextcloud-Installation aus, nachdem ihr euch das erste Mal eingeloggt habt. Das hier ist das Dashboard des Administrators. Mein Dashboard, so wie ich das verstehe, sieht aber jedes andere Dashboard mehr oder weniger genauso aus, je nachdem, welche Zugriffsrechte eure Benutzer von euch bekommen. Das hier ist das Dashboard. Wir konzentrieren uns heute mal auf diese Leiste hier oben. Da werden wir jetzt uns nach und nach mal durchklicken. Guten Tag, das Dashboard. Hier können wir unseren Status setzen, zum Beispiel auf Bitte nicht stören, abwesend, unsichtbar. Wir können aber auch Statusnachrichten selbstständig eingeben. Wir können sagen, dass unser Status gelöscht werden soll nach einer bestimmten Zeit. Ich bleibe jetzt einfach mal online und verzichte auf das Setzen eines Statuses. Rechts daneben haben wir die Wetteranzeige. Hier wird euch angezeigt, wie viel Grad es derzeit sind oder wo ihr euch befindet. Ihr könnt den Standort auch ermitteln, falls der Browser nicht die Rechte hat dafür. Das Widget fragt einen aber regelmäßig nach der Berechtigung, den Ort festzulegen, und dann zeigt das hier mehr oder weniger akkurate Ergebnisse an. Dann gibt es hier empfohlene Dateien. Das schnappt sich das Widget eben aus unserer Dateienfunktion. Da ist im Moment hauptsächlich die README hinterlegt von Nextcloud. Außerdem ein Kollektiv. Was das genau ist, erkläre ich euch später noch im Bereich Kollektive. Und weiterhin verschiedene Bilder, die hier randommäßig rausgepickt wurden. Vermutlich sind das die letzten, die hochgeladen wurden. Dann haben wir hier Talk-Erwähnungen. Talk ist ein Messenger, gleichzeitig ein Programm, mit dem man telefonieren kann. Auch Videotelefonie ist möglich. Auch dieses Programm werden wir nochmal ausführlich uns ansehen. Das hier ist eben nur das Widget, also das schnell Informationen auf dem Dashboard bereitstellt. Dann gibt es hier die wichtigen E-Mails. Hier könnt ihr verschiedene E-Mail-Konten mit Nextcloud verbinden. Immer dran denken, das ist eure eigene Cloud, euer eigener Webspace auf dem eigenen Server, und diese Cloud ist so sicher, wie ihr sie konfiguriert. Wenn ihr hier sämtliche E-Mail-Accounts von euch integriert, dann werden euch hier die ganzen Nachrichten im Widget angezeigt, logischerweise. Als nächstes kommen die anstehenden Termine. Hier können wir direkt einen neuen Termin erstellen. Es öffnet uns direkt den Kalender. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier in der Kalender-App. Das kennt man von Google und Co. Schauen wir uns auch später noch an. Zurzeit gibt es keine anstehenden Termine. Hier sind die neuesten Aktivitäten des Accounts, der hier gerade eingeloggt ist. Hier sind ungelesene E-Mails. Man unterscheidet hier zwischen wichtigen E-Mails und ungelesenen E-Mails. Und hier sehen wir die letzten Statusänderungen. Ganz unten können wir das Ganze noch anpassen. Wir können uns hier zum Beispiel auch das Lesezeichen-Widget hinzufügen. Und dann gibt es noch weitere Widgets im App Store. Den Web Store gucken wir uns womöglich auch nochmal irgendwann an, beziehungsweise App Store. Ich glaube, ich habe Web Store gesagt, kommt aber aufs Gleiche raus. Ihr wisst, was ich meine. Das sind die neuesten Lesezeichen. Das funktioniert also mit dem Widget. Und damit haben wir das Dashboard eigentlich abgeschlossen. Wir können hier
suchen in unserer Nextcloud-Installation bzw. in Apps, Kollektive, kollektive Seiten. Ich vermute, im kompletten Nextcloud können wir hier suchen. Dann gibt es hier noch Kontakte. Da habe ich schon ein paar importiert aus Testgründen, deswegen klicke ich das jetzt mal nicht an. Und nachdem wir das soweit abgearbeitet haben, klicken wir hier noch aufs Profil. Hier können wir das eigene Profil ansehen. Hier können wir Talk öffnen, um mit dem jeweiligen Nutzer zu chatten. Das macht natürlich keinen Sinn. In dem Fall bin ich das selber. Hier sehen wir die E-Mail-Adresse. Wir können direkt eine E-Mail versenden, Internetadresse und Twitter-Adresse. Außerdem können wir hier nochmal den Status festlegen. Wir können das Erscheinungsbild und die Barrierefreiheit definieren. Also hier können wir unterschiedliche Systemthemen setzen. Wir können das Hintergrundbild setzen. Ich habe in dem Fall ein eigenes Hintergrundbild gewählt. Gibt aber auch jede Menge zur Auswahl. Beziehungsweise wir können uns auch eine einfache Farbe als Hintergrundbild festlegen. So viel zu Erscheinungsbild und Barrierefreiheit. Dann gibt es die persönlichen Einstellungen. Da könnte man jetzt eben Dinge ausfüllen, Telefonnummer angeben etc. Eine Biografie kann man festlegen, eine Überschrift für die Biografie kann man eingeben und hier kann man auch genau einstellen, welche Funktion für welche Art von Nutzer sichtbar ist. Das sind die persönlichen Einstellungen, dann gibt es noch die Administrationseinstellungen, das sind die hier, da gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen in der Übersicht. Das hier unten sind die weiteren Administrationseinstellungen und das schauen wir uns vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal an. Ich glaube, das sprengt heute den Rahmen dieses Videos. Als nächstes haben wir die Apps, die klicke ich jetzt auch noch mal kurz an, weil hier sehen wir nämlich, dass all diese Bereiche, all diese Tabs, all diese Funktionen hier oben sind sozusagen Apps, die wir installieren und auch deinstallieren können. Also hier zum Beispiel das Dashboard, das wir uns gerade angesehen haben, die Kontaktfunktion, die Kollektive, auf die ich vorher schon mal eingegangen bin, First Run Wizard, File Sharing, das Mail-Programm, das Maps-Programm, Musikprogramm, News und so weiter und so fort. All das könnt ihr hier aktivieren, deaktivieren und auch aktualisieren. In dem Fall ist jetzt bei mir eine neue App verfügbar. Es gibt für Nextcloud Office ein Update und das werde ich jetzt schnell einspielen. So, das geht zügig. Ihr habt es gesehen und die ganzen Unterpunkte, die gucken wir uns bei nächster Gelegenheit nochmal an. Wie gesagt, das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Mir war nur wichtig, dass ihr versteht, dass das hier im Grunde alles Plugins sind oder Apps oder so. Dann gibt es hier noch die Benutzerverwaltung. Im Moment gibt es nur mich als einzigen Benutzer. Dann gibt es die Überfunktion. Das ist also das Nextcloud Hub und viel mehr gibt es hier gar nicht zu sehen. Die Hilfefunktion und last but not least können wir uns auch abmelden. Aber das möchte ich jetzt in dem Fall auch nicht. Gehen wir wieder zurück aufs Dashboard. Das hier ist alles selber konfiguriert. Also das Bild hier oben habe ich selber ausgewählt. Das ist eine eigene Datei. Das Logo hier habe ich selber ausgewählt. Das ist alles möglich in Nextcloud. So könnt ihr euch die Instanz eurer Installation auf eure eigenen Bedürfnisse sozusagen anpassen. Der nächste Tab, wenn man so will, ist dann der Dateien. Tab. Hier sehen wir alle Dateien. Das sind in meinem Fall jetzt vor allem Bilder, aber auch die kollektive Dateien, zu denen wir später noch kommen. Da geht hier rechts ein neues Fenster auf. Du hast Kollektive erstellt, Kommentare und Teilen. Wie gesagt, wir gehen da noch drauf ein. Wir haben hier einen neuen Ordner. Keine Ahnung, was hier für Dateien genau drin sind. Wir müssen uns das später noch mal etwas genauer ansehen. Wir haben den Bereich Talk, denn auch in Talk kann man Inhalte hochladen, wie Videos und Bilder und man kann diese Dinge synchronisieren. Also auch für Talk gibt es einen eigenen Ordner und dann kommen ganz viele Bilder, wie schon angekündigt und viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Wir können uns das Ganze nach Neueste filtern lassen. Wir können uns Favoriten anzeigen lassen, wenn wir dann welche festgelegt haben. Hier gibt es den Bereich Updates. Das ist eine Freigabe für eine bestimmte Seite, Webseite aus dem Kollektiv. Wikipedia-Seite könnte man sagen. Kommen wir auch noch zu und dann finden wir noch Tags. Also wir können unsere ganzen Dateien, die wir in die Cloud hochladen, mit Tags versehen, so dass wir sie schneller finden später. Nächster Bereich ist der Bereich Fotos. Fotos ist im Prinzip vergleichbar mit Dateien, nur dass hier halt speziell Fotos und Videos angezeigt werden. Das ist die Fotos App und das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie Google Fotos, falls ihr das kennt. Oder auch, weiß ich nicht, was es da noch so gibt. iCloud-Fotos so ein bisschen. Die Beispiele funktionieren jeweils unterschiedlich. Deswegen, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Aber
Das Entscheidende ist, ihr könnt hier Medien hinzufügen, Fotos und Videos könnt ihr einfach hochladen und könnt die in eurer eigenen Cloud ablegen, ohne dass ihr von Instagram oder Google Fotos oder sonst wem abhängig wärt. So viel dazu. Das sind alle meine Medien in der Übersicht. Wir können uns die Medien aber auch speziell nach Fotos anzeigen lassen. Das dauert alles immer einen Moment, weil die Fotos relativ groß sind und weil da relativ viele Fotos in einem Ordner drin sind. Das muss natürlich alles erst laden. Wir können uns auch Videos anzeigen lassen. In dem Fall habe ich aber noch keine Videos hochgeladen. Und dann kommen wir zu den Alben, Bilder bis 2020 und aktuelle Bilder. Das habe ich aber noch nicht befüllt. In Bilder bis 2020 sind 466 Fotos drin. Das ist eine ganze Menge. Dann gibt es noch gemeinsame Alben. Hier kann man Alben teilen mit anderen Nutzern, die dann jeweils auch Dinge beisteuern können oder Dinge entfernen können. Möglicherweise, je nachdem, was ihr für Rechte vergeben habt. Wo bin ich jetzt gelandet? Ah, ich habe hier auf Personen geklickt. Ich habe keine Ahnung, warum es mir da jetzt einen neuen Tab öffnet. Das kann ich euch leider nicht sagen. Das scheint mir eindeutig ein Fehler zu sein. Dann gibt es die Ordner hier im neuen Ordner. Gucken, was da drin liegt. Da sind tatsächlich einige Fotos drin. Die sollen da eigentlich gar nicht drin sein. Müssen wir mal schauen, anschauen, wie ich hier bisschen Ordnung mache nachher. Aber das müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt mit ansehen. Die Ordner, also Favoriten, gibt es auch hier an diesem Tag, falls wir heute Fotos hochgeladen hätten, mit mir geteilt. Wurde noch nichts mit mir geteilt. Schlagworte und Orte. Beim Thema Orte öffnet uns es die Map. Das gucken wir uns auch bei nächster Gelegenheit nochmal an. So viel dazu. Fotos-Einstellungen gibt es auch noch. Hier können wir ein Verzeichnis für Fotos festlegen und da gibt es jetzt eben diesen neuen Ordner, in dem 10,8 Megabyte drin sind. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Kollektive und Talk sind auch Verzeichnisse, das seht ihr hier. Und damit kommen wir dann zum nächsten Tab, nämlich in den Bereich Aktivität. Ich habe jetzt den neuen Ordner einfach mal in Home umbenannt. Mal sehen, ob das funktioniert. Es klingt irgendwie seriöser wie neuer Ordner und das scheint zu funktionieren. Wir haben hier eben die Fotos-Einstellungen und können dann hier entsprechend auch das neue Verzeichnis auswählen. Fotos und Dateien. Auch für die Dateien können wir natürlich eigene Einstellungen vornehmen. Empfehlungen anzeigen, versteckte Dateien anzeigen, Bildvorschauen anzeigen, umfangreiche Arbeitsbereiche anzeigen. Das zieht sich hier auch durch jede App. Persönliche Einstellungen zu Benachrichtigungen. Da wir hier einen Administrator-Account haben, können wir hier sehr viel einstellen. Das ist der Bereich persönlich Benachrichtigungen. Wir sind hier wieder in den Einstellungen gelandet. So viel zu diesen Einstellungen. Und hier sehen wir jetzt alle Aktivitäten in der Übersicht. Was ist hier so passiert? Unter anderem sehen wir auch, dass der neue Ordner gerade in Home umbenannt wurde. Wir können das Ganze hier noch filtern lassen in von einem selber, von anderen Bereich. Lesezeichen, Favoriten, Dateiänderungen, Sicherheit, Dateifreigaben, Kalender, Aufgaben, Kommentare, Kontakte oder eben alle Aktivitäten in der Übersicht. Dann kommen wir zu Nextcloud Talk. Das ist also die Software, mit der wir Videokonferenzen erstellen und führen können. Wir können aber auch chatten über Textchat. Ganz klassisch und das sind Talk-Aktualisierungen. Hier finden wir jetzt vor allem Hinweise über Talk und was sich da in den jeweiligen Versionen so getan hat. So würde ein Chat aussehen mit einem anderen Teilnehmer oder mit mehreren Teilnehmern, nur dass ihr euch das vorstellen könnt. Wir können Elemente freigeben, können die mit anderen teilen, etc. pp. Wohlgemerkt nur mit Menschen in unserer eigenen Instanz. Das Ganze soll aber auch zu anderen Instanzen kompatibel sein. Wie das genau funktioniert, kann ich euch auf die Schnelle aber auch nicht sagen. Weiter geht's mit der nächsten App, diesmal mit der E-Mail-App. Habe ich euch vorhin schon gezeigt. Hier müssten wir erstmal die eigene E-Mail-Adresse verbinden, um da überhaupt etwas angezeigt zu bekommen. Dann geht es direkt weiter mit der Kalender-App. Hier könnt ihr eure eigenen Termine planen, festlegen, Geburtstage von Kontakten automatisch importieren lassen, solche Sachen. Weiß noch nicht genau, ob das funktioniert. Damit habe ich auch noch nicht so viel gearbeitet. Neue Termine, also hier einfach auf das Plus klicken und dann können wir einen Terminnamen vergeben, einen Ort, an dem das Ganze stattfindet, eine Beschreibung, wer das Ganze sehen kann, wie lange das Ganze dauert, Zeitbereiche, in denen Termine erlaubt sind und vieles mehr. Das alles kann man hier konfigurieren. Außerdem gibt es einen Papierkorb. Dann gibt es den Bereich Musik.
Alles, was ich euch bisher vorgestellt habe, ist sozusagen dabei in der Nextcloud bei jeder Standardinstallation. Im Bereich Musik finden wir Alben, die wir gegebenenfalls hochladen können, Ordner, die wir für das Programm festlegen können. Wir können uns dann verschiedene Genres anzeigen lassen, vorausgesetzt wir haben irgendwelche Titel in der Bibliothek. Wir können alle Titel uns anzeigen lassen, Internet-Radio-Stationen, die können wir manuell hinzufügen, außerdem Podcasts und wir können hier eigene Wiedergabelisten kreieren und dann gibt es auch noch Einstellungen, Pfad zur Musiksammlung, Zurücksetzen, Benutzeroberfläche und so weiter und so fort. Das ist ein Programm, was standardmäßig nicht dabei ist. Das habe ich mir heruntergeladen und aktiviert aus der offiziellen App-Sammlung, die wir uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal angucken werden. Auch damit habe ich noch nicht gearbeitet. Wenn ich da irgendwas Neues zu sagen kann, dann mache ich das im zweiten Video. Der nächste Bereich sind dann die Lesezeichen. Die können wir einfach festlegen, indem wir hier ein neues Lesezeichen erstellen über das Plus. Hier geben wir einen Weblink ein. Hier sind die bereits angelegten Lesezeichen. Da können wir Details noch anklicken, Schlagwörter wählen und erstellen. Und dann sehen wir die Links hier in der Übersicht, beziehungsweise auch die Schlagwörter in der Übersicht, die ich allesamt für diesen Eintrag hier vergeben habe. Ihr seht das nochmal aus Testgründen. Alle Lesezeichen, neueste Lesezeichen, mit mir geteilte Lesezeichen, Dateien, also Lesezeichen zu Dateien. Wir können Duplikate suchen, ungültige Links, neue Schlagwörter vergeben und Schlagworte suchen. Außerdem gibt es noch die Einstellungen. Hier können wir Lesezeichen importieren und exportieren. Außerdem können wir Backups anlegen und es wird auf verschiedene Client-Apps verwiesen, die wir uns vielleicht auch nochmal ansehen. Ziehe dies in deine Browser-Lesezeichen und klicke darauf, um schnell ein Lesezeichen für eine Webseite zu setzen. Auch eine interessante Funktion. Funktioniert vermutlich auch nicht mit jedem Browser. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert mit Safari. Das Problem ist ja auch, dass die Lesezeichen hier nur im neuen Tab angezeigt werden. Deswegen ist das hier alles gar nicht so einfach und ich brauche die Funktion auch nicht. Unbedingt jedenfalls noch nicht. Neben den Lesezeichen gibt es die Kollektive. Kommt vorbei, organisiert euch und teilt euer Wissen. Hier können wir ein neues Kollektiv erstellen oder auch ein bereits existierendes Kollektiv öffnen. Und hier sehen wir ein Kollektiv. Das ist einfach nur eine Webseite, die wir bearbeiten können. Und wir können damit sogar noch andere Nutzer einbinden, die dann ebenfalls die Webseite bearbeiten können. Das ist im Prinzip sowas wie ein kleines Wiki, also eine Informationssammlung, an der jeder mitwirken kann. Das Ganze ist standardmäßig auch nicht dabei. Bei Nextcloud habe ich mir auch extra heruntergeladen. Hier sind die Kollektiveinstellungen, wo wir eigentlich nur einen Ordner für die Kollektive festlegen können. Bin ich ganz schick die Sache. Als nächstes kommen wir zu den News. Das ist ein RSS-Reader. Vielleicht kennt ihr Feedly oder weiß gar nicht, wie das damals hieß. Google RSS, das ja inzwischen eingestellt wurde. Ja, und das funktioniert genauso, wie man es erwartet. Man klickt hier auf ein Feed. Hier werden einem die neuesten Einträge angezeigt, die kann man dann als gelesen markieren oder man kann sich einzelne Artikel eben in der Vorschau ansehen und kann die dann gegebenenfalls auch als Favorit speichern für später. Das ist genau das, was ich eigentlich mit Feedly hier mache. Bei Feedly gibt es kostenlose Accounts, da habt ihr diese Funktionalität auch, wie gesagt, und keine Kosten. Also so ganz weiß ich noch nicht, warum ich das hier intern benutzen sollte. Vorteil ist natürlich eure Interessen und so weiter. Das wird alles nicht gespeichert und getrackt, wenn ihr das nicht wollt, denn ihr habt die Macht über eure eigene Cloud. Das ist ja das Tolle daran. Und deswegen lohnt sich es vielleicht doch, über die Verwendung des RSS-Feed-Sammlers nachzudenken. Das ist auch eine Funktionalität, die nicht standardmäßig bei Nextcloud dabei ist. Die müsst ihr auch erst per Plugin realisieren. Dann ist hier noch eine komplette Map-Verwaltung dabei. Hier werden euch auch theoretisch eure Fotos angezeigt und so weiter, wenn ihr das wollt. Warum das bei mir nicht angezeigt wird, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe das auch erst relativ neu installiert. Das ist standardmäßig auch nicht dabei. Und wir haben hier
sogar verschiedene Ansichten, nämlich einmal die Satellitenansicht und einmal die Kartenansicht, die man auch von Google kennt. Das Ganze hier basiert auf OpenStreetMap und funktioniert mehr oder weniger genauso gut wie Google Maps oder Apple Maps mit Abstrichen. Also manches funktioniert besser, anderes funktioniert weniger gut und auch hier gibt es Einstellungen. Meine Position aufzeichnen, Geolinks öffnen, Zeitfilter, Schieberegler anzeigen. Beachte, dass Kartenprojektionen die tatsächliche Größe der Länder verzerren. Ja, da gibt es noch einige informative Hinweise. Die sparen wir uns jetzt aber. Das waren die Einstellungen. Und auch hier können wir wieder Favoriten festlegen, können Kontakte zur Karte sozusagen einladen. Wir können uns die Fotos anzeigen lassen, Fotoorte vorschlagen, Fotocache löschen. Muss ich auch mal in Ruhe ausprobieren. Meine Strecken, wir können uns hier auch tracken lassen übers Handy, wenn wir das wollen, habe ich rausgefunden. Meine Geräte, da habe ich wohl auch noch nichts angegeben, aber wahrscheinlich probiere ich das bei nächster Gelegenheit nochmal. Last but not least gibt es hier noch Konferenzräume. Hier können wir eigene Konferenzen erstellen mit anderen Teilnehmern innerhalb unserer Cloud. Da ich der einzige Teilnehmer bin, kann ich das an der Stelle auch nicht ausprobieren. Und damit sind wir jetzt auch durch fürs erste Video. Ich glaube, das war jede Menge Material. Das muss ich jetzt erstmal schneiden und hochladen und ihr guckt es euch erstmal in Ruhe an und dann gibt es bei allernächster Gelegenheit, sobald es fertig ist, auch das zweite Video, wo wir uns hauptsächlich mit den Einstellungen beschäftigen werden, mit dem externen App Store und mit den Dingen, die wir hier ausgelassen oder übersprungen haben. Das war's erstmal bis hierher. Vielen Dank für euer Interesse. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut!